Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Minecraft. Und ja, es kam ja jetzt eine ganze Weile immer nur schleppend Folgen raus. Liegt daran, dass ich wenig Zeit hatte. Wie eigentlich gewohnt, ne? Ich habe nie Zeit zum Aufnehmen. Und da die Zeit zurzeit sowieso noch ein bisschen schlechter ist, ist es noch ein bisschen schwieriger aufzunehmen. So, aber wir sind wieder zurück. Wir hatten ja unser Haus gefunden in der letzten Folge. Hier ist Glas drüber. Toll. Werde ich nie darauf kommen. Wir haben unser Haus gefunden in der letzten Folge. So, und nach einer langen Reise, mit viel Glück. Und dann werden wir mal die Taschen noch ausräumen, wa? So, irgendwie habe ich den Sound ein bisschen leise gemacht. So, mache ich mal ein bisschen lauter. Bin auch ein bisschen erkältet. Hört man vielleicht, weiß ich nicht. Aber irgendwie bin ich ein bisschen krank geworden. So. Was haben wir denn hier alles für einen Schrott mitgenommen? Wir hatten doch eine lange Reise gemacht und nur Müll gefunden. Karotten könnten wir eigentlich einpflanzen, ne? Weizenkörner und rote Beetesamen können wir einpflanzen. Wo haben wir? Können wir irgendwo Pflanzen hinschmeißen? Haben wir noch irgendwo eine Truhe gehabt? Nee, ne? Ist jetzt schon echt ein bisschen länger her, aber hier war nur unser Ausgang, wa? Ja. Okay. Hatten wir da drunter eine Kiste? Nein. Aber da könnten wir vielleicht eine hinmachen, so eine Geheimkiste. Mal gucken. Gabi hatte mir gesagt, dass ich mir doch die Koordinaten aufreiben sollte. Vielleicht mache ich das jetzt gleich mal direkt. Wie waren das? F3 war? Warte mal, irgendwo habe ich hier einen Stift. Wo sind wir denn hier? Falls ich mein Haus mal wieder suche. 4.308 72, wahrscheinlich völlig egal. Und 91. Ja, 8 war. 8, 6, 1, so. Egal. Dann habe ich das schon mal gemacht, bevor ich das wieder vergesse. So war es nicht. So. Aus. Den haben wir nämlich erstmal gesichert. So. Dann packe ich erstmal die Pflanzen hier drin, wa? Ich würde sagen, ja, machen wir mal so. Hier hatten wir noch eine Sonnenblume. Noch ein. Und wir müssten noch ganz viele Setzlinge eigentlich haben, oder? Haben wir die immer gepflanzt? Habe ich hier noch Setzlinge drin? Nee, wo habe ich denn? Wir müssen doch irgendwo noch eine Kiste haben. Ich habe die Bäume doch bestimmt nicht alle gepflanzt, oder? Ich habe schon keine Ahnung mehr. Das ist echt zu lange her. Wo ich das letzte Mal hier war. Wir hatten doch auch ein Weizenfeld. Genau. Haben wir sogar noch. Jetzt habe ich natürlich keine Hacke mitgenommen. Ich habe was gehört. So. Bist du fertig? Siehst du aus. Ja, hört sich gut an. Hört sich vertrauenswürdig an. Schön, dass wir wieder zu Hause sind. So, dann pflanzen wir mal das Zeug gleich, wa? Und dann müssten wir uns vielleicht tatsächlich nochmal. Habe ich. So, jetzt pflanzen wir nochmal. Und dann sollte ich mir vielleicht doch nochmal die Hacke holen, wa? Dass wir die Morium auch einpflanzen können. Das ist ein guter Plan, oder? Ich finde schon. Machen wir einfach mal. Wer will mich dran hindern, ne? So. Haben wir die irgendwo? Gabi hatte auch den Plan, dass die Teile vielleicht gar nicht so gut sind, wenn die hier draußen sind, weil die Viecher könnten da auch auftreten und dann reinkommen. Habe ich das noch richtig in Erinnerung? War ein Kommentar von vor langer, langer Zeit. So, mache ich sie lieber weg. Bevor das wirklich so ist, mache ich sie erstmal weg. Nicht, dass mir die Viecher hier trotzdem reinkommen. Ein Diamant hatten wir gefunden, cool. Mann, ist schon ewig lange her, wo wir das letzte Mal gespielt haben. Eisenhacke, gut. Muss ich daraus eigentlich noch Seeds machen oder? Nö. Muss ich so einpflanzen können, oder? Ich weiß gar nicht, wie man normal Murim einpflanzt. Sind das Samen oder sind das, nimmt man eine Karotte und schmeißt die im Boden und sagt, okay, hier, komm. Ihr merkt, ich habe einen grünen Daumen. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Pflanzen. Aber es scheint so zu sein. Einfach rinnen im Boden. Die Karotte und dann ist gut. So. Ich glaube, viermal konnte man mit Wasser arbeiten, wa? Nehmen wir mal hier noch die Reihe weg und machen da auch nochmal Weizen hin. Dann haben wir schon mal ein Weizenfeld. Ich finde das gut. Ein großes Weizenfeld.
Wir könnten wahrscheinlich noch mehr anpflanzen, wenn ich mir das hier so angucke. Vielleicht sollten wir das Feld ein wenig ausbauen. Wie viel haben wir denn noch? Zwei. Naja, gut. Jetzt nur wert wäre da noch was. Warte mal, dann können wir doch hier noch mal kurz. Hier könnten wir doch noch. Guck mal hier. Machen wir das so, wa? Kriegen wir doch alles unter hier. So. Haben wir das schon mal angepflanzt? Haben wir noch irgendwas zum Anpflanzen? Wir könnten noch Weizen anpflanzen, aber das nehmen wir Kartoffeln. Bei Kartoffeln bin ich mir fast sicher, dass man die einfach im Boden schmeißen könnte. Ich glaube, ich habe schon mal Kartoffeln gesehen, die man anpflanzen kann. Deswegen gehe ich davon aus, renn im Boden, fertig. Genauso. Ist der schon wieder groß? Sieht so aus, wa? Wir sollten aber vielleicht mal eine Umrandung machen, dass wenn wir hier runter hopsen, genau, nicht das Feld kaputt machen. Wäre vielleicht ein Plan, wa? Und dann könnten wir vielleicht das Feld auch gleich ein bisschen größer machen. Weil ich will hier schon ein richtig großes Weizenfeld haben, oder? Ich finde das gut. Finde einen guten Plan. Und da wir eh die Taschen gerade voll haben mit sämtlichen Gerümpel, können wir das doch schnell mal machen. Und dann könnten wir hier vielleicht ja Holz runter machen, wa? Damit wir da denn rauftreten können. Vielleicht sogar noch eins weiter, oder? So, und jetzt bräuchten wir natürlich noch mal vier in die Richtung, dann müssen wir da Wasser legen, oder? So, zwei, drei, vier. Ist das ein Plan? So, und dann hier Wasser, oder? Boah. 2, 4, ich glaube schon. Wir werden sehen. Ich vergesse so viele Sachen in Minecraft. Wo sind die Zeiten, wo ich lange Minecraft spielen konnte? Schon lange her. Mann, ich erinnere mich noch so gerne an After Humans und an Life in the Woods. Ach, war das schön. Mann, wie viele Stunden ich bei Life in the Woods gebaut habe. Herrlich. Herrlich war das. So. Vielleicht sollten wir auch noch hier irgendwie Kerzen hinstellen, wa? Oder Laternen bauen oder sowas. Ich finde den Plan eigentlich gar nicht mal so verkehrt. So, hier müsste natürlich Wasser hin, ne? Und hier wollten wir dann sozusagen einen kleinen Weg hinmachen. So. Und das Gleiche würde ich auch hier sagen. Dass wir da im Grunde keine Probleme kriegen, dass wir immer aufs Feld hopsen und dann geht alles kaputt. Wir müssen es uns ja langsam ein bisschen schön machen, ne? So, dann könnten wir ja eigentlich schon mal gleich hier so das Feld an. Huch. Achso, weil kein Wasser da ist, ne? Und für Wasser braucht man einen Eimer, wa? Ein Eimer ist ein guter Plan. Machen wir mal kurz einen Eimer. Damit wir da auch Wasser reinkriegen in den Rahmen, wa? So. Und es wird dunkel, dann machen wir schon mal zu hier, damit da auch kein Viech reinkommt. War unten die Tür eigentlich zu? Bin ja so bekannt dafür, dass ich die Türen immer offen lasse. Auch so. Ah, habe ich hier vielleicht? Ja. Danke. Dann nehmen wir die auch mal weg, wa? Dann gibt es da nämlich schon mal keine Probleme, dass plötzlich irgendein Viech vor uns steht. Ich glaube, Gabi hat da Ahnung, die. Weißt du, deswegen vertraue ich ihr da ganz voll und ganz. Eimerchen, genau. Ich glaube, einer reicht. Wir haben noch viel zu wenig Eisen, oder? Ich glaube, einer reicht. Haben wir hier noch Eisen? Bisschen. Ein bisschen. Nicht viel. Also wir sollten vielleicht dann auch irgendwann mal in die Höhlen gehen und vielleicht wieder ein bisschen Eisen sammeln gehen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Habe sowieso heute gute Pläne. Ich will hier noch ein Dach rüber machen. Aber ich muss mal sehen, wie lange ich heute aufnehmen kann. Weil es ist ja auch schon wieder ziemlich spät und ich sitze hier noch in der Firma und muss nachher noch nach Hause fahren. Oh, war ein guter Plan, meinen Computer in die Firma zu stellen. Ich bin da echt glücklich drüber. Was wollten wir machen? Wasser, wa? Wasser, Wasser, Wasser wollten wir. Und dann könnten wir vielleicht gleich noch Ditte mitnehmen. Und wenn ich mich recht erinnere, kann natürlich ein Trugschluss sein. Wir kriegen da Weizen raus. Oder kann ich die so anpflanzen?
Kann ich die auch einfach im Boden stampfen? Ich nehme mal mit. Ich werde heute schlau. So. Geht trotzdem zu, weil, ach ja, weil ich drinnen drüber laufe. Ist alles okay. Macht er richtig. Hat er gut gemacht. So, dann müssen wir hier Wasser reinlassen. Und die Felder sind da weg, weil kein Wasser da war, ne? Denn. Was? Neues Rezept verfügbar. Schau in dein Rezeptbuch. Na, sieh mal einer an. Da holt man einmal Wasser und hat direkt ein neues Rezept gelernt. So muss es doch sein. Wahrscheinlich Wasser. So. Sieht ganz okay aus erstmal, warm. Kann man in den bei den neuen Updates überhaupt eine unendliche Wasserquelle machen? Dann könnte man da oben vielleicht auch noch Wasser hinmachen. Wir probieren es einfach, wa? Was soll denn schief gehen? Mehr als Mega kriegen von euch kann ich ja auch nicht. Aber ihr seid wahrscheinlich alle viel besser in Minecraft als ich. So. Okay, das funktioniert, hoffe ich. Und dann werden wir mal jetzt hier hacken, wa? Jetzt müsste das doch nicht funktionieren. Gucke eine an. Das läuft hier. Ja. Wird schon dunkel. Gut gewässert. So, wunderbar. Wunderbar. Ich hätte mal gleich ein bisschen Holz mitnehmen können, wa? Ach, Mann. Hat man nicht im Kopf, hat man immer in den Beinen, wa? Naja. Ist ja Gott sei Dank nie weit, wa? So, Holz hatten wir hier, ne? Was nehmen wir denn da für ein Holz? So ein helles Holz oder wollen wir da lieber eher so ein dunkles Holz? Sieht besser aus, oder? Das sieht so ein bisschen verwitterter aus, finde ich. Wir nehmen mal so das Holz mit. Und dann könnten wir da vielleicht auch noch einen schönen Zaun rummachen. Und... wollen wir Slabs machen? Wir würden damit natürlich ein bisschen Holz sparen, wa? Wir gucken mal. So, Dong, erstmal voll gegen die Wand gelaufen. Die Erde können wir natürlich erstmal wegpacken, ne? Weil die klumpt uns eh das Inventar hier nur zu. So. Und so. Sortieren wir mal ein bisschen ordentlich hier. Weil ich kriege von euch ja sowieso immer zu hören, dass ich einer der ordentlichsten Spieler bin, die es gibt, wo die Kisten immer sortiert sind. So, und dann machen wir erstmal Slabs. Ah ja, gut, danke. Wie viel brauchen wir denn? Wahrscheinlich nicht allzu viel, wa? So, und nun würde ich natürlich auch gerne einen Zaun machen, wa? Ach ja, super. Machen wir mal so. Das reicht, glaube ich. Und haben wir jetzt hier Zäune? Was bist du? Ein Hebel. Ein Hebel ist nicht unbedingt ein Zaun, wa? Birkenholztor. Wir haben kein Birkenholz. Oder ist das Birke? Nee, Eichenholz. Dann kriegen wir ein Eichenholztor. Wo wollen wir da Tore drin haben? Ja klar, wir wollen da Tore drin haben. Zwei am besten gleich, wa? Nein, ich will kein... Zeig doch das an, was ich bauen kann, Mann. Und nicht irgendwas anderes. So, ja, da war der Zaun, wa? So, und... Achso. Machen wir mal ein bisschen mehr, wa? Danke. So. Warum halten jetzt so viele Stöcker? Hatte ich noch welche in der Tasche? Komm, machen wir noch ein paar. Zack, 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 zack. So. Schnell bauen läuft heute. Warum haben wir denn so viele Stöcker? Ich habe keine Ahnung. Oh, neue Rezepte verfügbar. Okay, wunderbar. Neues Rezept. Aber ich habe noch einen Fisch gefunden gerade. Im Inventar. Guck mal hier unten. Ein Hühnchen. Brauchen wir noch nicht mitnehmen. Und die Eier. Brötchen nehmen wir mit, falls wir Hunger kriegen, wa? Ja, das kann auch hier bleiben. So. Jetzt müssten wir doch theoretisch erstmal alles haben und sorgenfrei... leben können, oder? Ach, guck mal, das haben wir. Okay, schön. Gut. Heute läuft's. Ich bin zufrieden. Eieieiei. So. Gut. Bisschen Konzentration jetzt hier.
So, das Feld da hinten will ich natürlich irgendwann wieder wegnehmen, ne? Die Mohren sind schon fertig. Ruhe da hinten. Egal wo du bist, Ruhe. Ich mag solche Geräusche nicht. Ach, ich hatte doch einen Plan. Ich wollte doch. Komm, machen wir mal. Hier läuft aber nicht gerade, oder? Ah, hier muss direkt unter einer Höhle sein oder so, ne? Die müssen wir ausrotten. Ich wollte nämlich, genau, ich wollte. So, ich wollte nämlich hier Treppen machen. Wie viel kriegen wir denn da? Nicht gerade viel, 12 Stück. Reicht erstmal. Erstmal zum Gucken reicht das. Weil ich wollte, dass wir hier so ein bisschen runtergehen. Mann, die Geräusche sind ja schlimm, ey. Waren die immer so? So. Dann könnte man das Wasser vielleicht auch abdecken, wa? Hier kann man dann reingehen. Kann man eigentlich einen Zaun auf die Treppen bauen? Und die Frage ist, sieht es gut aus? Nicht wirklich, oder? Ich glaube nicht. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Also lassen wir das mal. Aber wir könnten in der Zeit mal hier kurz das wegnehmen und dann machen wir da die Slabs rein und dann dürfte da ja auch kein Viech drauf spawnen, oder? Ist jetzt so eine Theorie von mir, aber ich glaube, das war mal so, ne? So, und dann haben wir nämlich genau die Höhe, um da aufs Feld zu kommen. Dann dürfte nicht kaputt gehen. Wo hängt denn schon wieder? Ja, ach, setze doch hin da. Genau. So sieht das doch gut aus. Und dann müssten wir natürlich hier auch noch mal. Haben wir noch ein Stück Eisen? Wir hatten noch ein Stück Eisen. Mal bauen wir uns noch mal eine schöne Schaufel hier. Wir haben ja auch genug von diesen Stöckern bei. Müssen wir von unterwegs irgendwo mitgebracht haben, oder? Dann machen wir hier auch Slabs hin. So. Sieht natürlich selten doof aus hier. Können wir noch ändern. Und da stellen wir dann den Zaun drauf. Damit das einen super Abschluss hat. So, jetzt haben wir natürlich einen verschwendet, ist mir egal. Vielleicht sollte man den Zaun jetzt hell machen, oder? Durch das dunkle Holz unten würde es fast besser aussehen, wenn es jetzt natürlich ein bisschen heller wäre, ne? Ist egal, wir machen das erstmal so. Ist wunderschön. Habe ich gut gemacht. Bin stolz auf mich. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte hier lang gehen, ne? Dann machen wir das nämlich auch hier lang. Und da könnten wir dann die Treppe einfach weitermachen. Ich glaube, ist ein guter Plan. So, und hier kommt dann das Tor rein, wa? Also hier zumindest. Jo. Ja, ich glaube, das wird gut. Wir haben aber keine Treppen mehr, ne? Nur noch 2 Stück. Machen wir noch ein paar. Ich glaube, wir brauchen da noch welche. Machen wir uns am besten noch mal Holz, wa? Sonst wird es wieder so eine mickrige Aktion. So. 42, das sollte doch reichen. Guck mal hier. Damit müssten wir doch jetzt was anfangen können. So, dann machen wir die nämlich hier. Ach, danke. Machen wir sie so ran, wa? Ja, man sieht trotzdem das Wasser. Ist ja jetzt doof. Ach, das ist ja doof. Ich dachte, das schließt hier schön ab oder so. Warum kann ich denn da rin gucken? Und warum setzt du dich jetzt so hin? Ach, Gottchen. Wenn die Treppen mal einmal das machen würden, was man will. So, jetzt muss ich mich schon noch beeilen, damit es nicht zu schnell dunkel wird. Machen wir hier trotzdem gleich weiter. So schnell wird es, glaube ich, nicht dunkel, wa? Wir werden es noch genau schaffen. So. Das wäre das eine Feld, wa? Und hier müssen wir sowieso sehen, dass wir die Sachen wegkriegen. Ja, mit der Rille gefällt mir jetzt gar nicht.
Also haben wir das Wasser abgedeckt. Oh, die Sterne scheinen schon. Jetzt müssen wir uns beeilen. Tja. Sollten das Bett vielleicht unten packen. Ach, geil. Telefon. Na gut, ist aber auch genau der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, machen wir nächste Folge, wa? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.